Das ist hier natürlich die entscheidende Frage oder beziehungsweise eine sehr interessante Frage. Was hat er getan? Frage ist, was machen wir jetzt auch, ne? Hier ist ja nichts. Satteltasche. Oh. Hey. Cool. Aber die könnten noch nicht. Bleib von den Flugtieren fern. Das ist nur eins. Ist ja schon gut. Es ist nur eins, okay. Immer mit der Ruhe. Bomben. Können wir Loco damit abwerfen? Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Da kann ich nur verlieren. Okay. Können wir hier oben was machen? Was haben wir denn hier? Die Schläuche. Hey, die Schläuche. Können wir den Kokon? Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Jetzt, merke ich, wie schlecht ich ohne ihn zurechtkomme. Ja, siehste mal. Er war immer für mich da. Du bist echt schlecht. Können wir damit? Hey, Loco. Was ist? Du willst den Lauf der Dinge stoppen? Dann stopp erst mal das. Halt! Was tust du? Nein! Was? Oh, oh, schnell weg hier. Ich würde mal sagen, schnell nach oben. Du Törichter! Komm sofort zurück! Scheiße. Sedgwick, du hast dich befreien können. Ach, du meinst, ich habe mal was richtig gemacht? Kann doch nicht sein. Lass es gut sein und hilf mir bitte. Die Askiel waren nicht gerade zimperlich mit mir. Die Fesseln schneiden mir in die Haut und mich juckt es schon seit Ewigkeiten am allerwertesten. Das wollte ich wissen. Es sieht nicht so aus, als würde er mir für die Aktion gratulieren wollen. Gib es auf! Der Knoten ist zu fest! Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Ich sollte ihn vielleicht erst einmal losschneiden. Das finde ich aber auch. Ich habe nicht mal was, womit ich das kann. Ich sollte ihn vielleicht erst... Was? Oder doch? Nee. Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Was soll ich machen? Es abhorchen? Keine Ahnung. Ohne Lunte und Feuer nützen die mir gar nichts. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Nein, das brauche ich, um den König zu heilen. Ja. Lexika, verkrustete Gestalt. Die ist schon ein bisschen eklig. Was soll ich bloß machen? Die Ewigkeit unter der Herrschaft der Askiel oder der sofortige Weltuntergang? Wäre ich doch bloß niemals diesem Bobby begegnet. Ja, das stimmt. Was habe ich nur getan? Und noch viel... Was mache ich je? Das fasse ich nicht an. Gut, dann nicht. Sedgwick, ein Glück, du lebst! Los, befreie mich von diesen Fesseln! Ja, aber wie? Ich sollte ihn vielleicht... Was? Ich sollte ihn vielleicht... Was? Ich weiß doch nicht, womit, Mensch. Warte, vielleicht kann ich diese Bomben benutzen, um... Untersteh dich! Ja, dann... Hör mal, sag mir doch, womit... Können wir vielleicht eine Glasscherbe daraus schlagen? Hey, was tust du denn da? Das ist ein hochsensibles Instrument. Wow. Tatsache. Das war... Glasscherbe. Also, Scherbe. Damit können wir den aber locker aufschneiden, oder? Also den Knoten. Nicht der Astronom. Warte, ich schneide dich los. Sei aber bitte vorsichtig. Au! Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Oh, nichts. Nur ein Krampf. Ah ja, können wir das Seil mitnehmen. So, jetzt das Seil als Lunte? Das wäre gar keine schlechte Lunte. Das Einzige, was fehlt, ist ein wenig Petroleumsuppe. Hä? Ach, Sedgwick, hast du immer noch nicht aufgegeben? Nee. So, erstmal angeben. Ich habe Loco besiegt.
Da wäre ich mir nicht so sicher, Cedric. Luko ist mächtiger, als du denkst. Und der Stillstand ist sein Element. Solange die Zeit stillsteht, ist er so gut wie unbesiegbar. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Lage war noch nie so aussichtslos. Was schlägst du vor? Wir bringen die Zeit wieder zum Laufen. Auch wenn das heißt, dass die Welt untergeht. Ein mutiger Entschluss. Damit übernimmst du eine große Verantwortung. Ist es die richtige Entscheidung? Das kann ich dir nicht sagen, Cedric. Aber wenn es das ist, was du willst, dann hast du meine volle Unterstützung. Ich wünschte nur, ich könnte dir irgendwie helfen. Hast du eine Idee, wie ich die Zeit wieder zum Laufen bringen kann? Ich sehe keine Möglichkeit. Solange diese steinerne Gestalt den Mechanismus blockiert. Mir fällt schon noch was ein. Eine Idee. Ich wüsste nicht, was. Ich habe eine Idee. Und zwar können wir doch jetzt hier bestimmt das Zeug reinstecken, oder? Das ließe sich da schon ganz gut hineinquetschen. Aber warum sollte ich das tun? Weil wir das als Kanone benutzen? Nein, das brauche ich, um den König zu heilen. Ah, der Typ. Das habe ich bereits zerschnitten. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich bedenke, was für viele tolle Sachen man mit so einem famosen Hörrohr anstellen kann. Die Idee ist gut. Das sind tatsächlich ideale Voraussetzungen für meinen Kanonenrohrtrick. Nur leider fehlt mir die Lunte. Siehst du mal. Ja, dann... Oh, verdammt. Das muss ich nicht zusammen... Ohne Lunte und... das wäre gar das Einzige, was fehlt. Ah, in den Ölschacht so kann man das bestimmt so ein bisschen drin rumfummeln, oder? Gute Idee. Das Öl aus dem Tank dürfte ein adäquater Ersatz für Opas Petroleumöl sein. So. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. So, und jetzt da rein. Den Stopfen drauf. Also diesen Trichter, meine ich. Oha, es sieht tatsächlich so aus, als hätte ich alle Komponenten für meinen Kanonenrohrtrick zusammen. So, und nun? Jetzt das Ding drauf. Haben wir Steine zum... Nein, können wir uns selbst da drauf setzen? Geht auch nicht, oder? Meine Kanone ist bereits ausgerichtet. Okay. Können wir den Kokon benutzen? So, Spot. Ich hoffe, du weißt noch, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Sei vorsichtig. So, anzünden. Wahrscheinlich mit Licht und hier dem Lichtstrahl... mit der Scherbe und dem Lichtstrahl. Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Tiefer wird der Wald wohl nicht mehr. Und das hier scheint mir der letzte Lichtstrahl zu sein, den es in dieser dunklen Welt noch gibt. Ich hoffe sehr, dass das klappt. Cedric? Was tust du denn da? Geh lieber in Deckung, alter Mann. Oh oh. Ich bin wieder frei. Endlich kann ich unser gemeinsames Werk vollenden. Der König wird das zu verhindern wissen. Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Was? Was meinst du? Lass dich nicht von ihm verwirren. Schnell, Cedric, bring das Wasser des Lebens zum König. Aber... Cedric, was hast du getan? Luko? So beeil dich doch, Cedric. Lauf so schnell du kannst. Ich versuche, Luko aufzuhalten. Na, ich bin immer gespannt. Wir müssen in die Richtung. Dann können wir noch irgendwas machen. Nee, ich... Ich glaube nicht, ich habe auch Angst, ich gehe lieber. Da ist der Kokon! Spot, komm zu uns, Spot! Oh oh. Keine Chance, von hier aus komme ich da nicht ran. Komm, mit dem Kuhfuß? Keine Chance, von hier aus komme ich da nicht ran. Na, das war ja klar, Mensch. Oh oh.
Wake. Aber ich war der größere Narr, dass ich dir vertraut habe. Jetzt wird die Welt untergehen. Das stimmt. Und es ist einzig deine Schuld. Ist es wirklich das, was du wolltest? Ja. Ja. Himmel, Luku, bist du das? Was ist mit dir geschehen? Als du die Rohre durchtrennt hast und sich der konzentrierte Stillstand über mich ergoss, wurde ich verwandelt. Ich wurde selbst zum Stillstand. Mein Martyrium hat ein Ende. Die gefrorene Zeit hat meine Wunden geheilt. Du kannst mich jetzt nicht mehr besiegen. Aber du kannst mir helfen, die Welt ein letztes Mal anzuhalten. Ich biete dir ewiges Leben anstelle von totaler Zerstörung. Wie kannst du einem solchen Angebot widerstehen? Lieber der Weltuntergang als ewiger Stillstand. Ich kenne dich, Sedgwick. So bist du nicht. Du willst nicht, dass sich die Dinge ändern. Veränderung bringt immer Verfall und Zerstörung mit sich. Das macht dir Angst. Ich biete dir eine Welt ohne Zeit, ohne Verfall, ohne Angst. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sedgwick. Wehre dich nicht dagegen. Ich habe aber schon eine Idee. Er findet ja... Der Scherbe können wir ihm schon... Ist das dein Ernst? Willst du mich mit einer Glasscherbe besiegen? Der Teer hat mich unverwundbar gemacht, Sedgwick. Du jedoch stehst mit dem Rücken zur Wand und die Welt zerfällt. Du solltest deine Situation vielleicht noch einmal überdenken. Wir stehen eher mit dem Rücken zum Abgrund. Aber guck mal. Ich will ihn nicht heilen. Ich will ihn besiegen. Und außerdem brauche ich das Wasser für den König. Irgendwann? Oh je, eigentlich brauche ich das, um den König zu heilen. Andererseits gehen mir auch langsam die Ideen. Er mag Leben nicht. Was soll's. Schlimmer kann es ja wohl kaum also, kommen. Also, auf. Und du musst ja auch nicht alles nehmen, Dussi. Oh oh. Spot! Spot ist ein Ding. Keine Ahnung, was er ist. Ein Schmetterling wahrscheinlich oder so. Oh, oh, es ist so süß. Nein, wie schön. Hallo, Eure Majestät? Was ist denn jetzt? Hier ist ja gar keiner. Aber der König und überhaupt, was ist das für ein seltsamer Raum? Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo! Oh, Spot hat uns gerettet. Hier mit bloßer Hand zu wischen wäre Irrsinn. Und eigentlich will ich das auch gar nicht. Hier mit bloßer Hand und eigentlich... Was ist das hier? Hier mit bloßer und eigentlich... Hier mit bloßer Hand und eigentlich... Nein, der Staub sitzt zu fest. Hier mit bloß bräuchte... Wo sind Opas Taschentücher, wenn man sie mal braucht? Spiegelscherben bringen angeblich 7 Jahre Unglück. Irgendwie klingt das nicht mehr ganz so erschreckend, wenn die Welt jeden Augenblick untergeht. Nein, ich will dies irgendwie, aber es auch nicht. Die Uhr? Hier mit bloß und eigen... Der Staub... Hier mit Blut eigentlich. Opas Hose. Nein, ich habe Opas Hose draußen übersehen. Opas Hose. Irgendwie habe ich gehofft, dass die nochmal wieder auftaucht. Und ich habe es auch gehofft, weil Opas Hose ist einfach... Opas Hose ist super. Hier kann jemand anderes Staub wischen. Wahrscheinlich brauchen wir nur den Spiegel. Hier kann jemand anderes Staub wischen. Hier kann jemand anderes Staub wischen. Tatsache. Mhm, damit sollte ich den Staub abbekommen. Und los geht's. Sind wir das? Wer bist du?
Wo bin ich hier? Fragte Cedric, als er sich verwundert umsah. Der ganze Raum schien nur aus zwei riesigen Spiegeln zu bestehen, die sich gegenüberstanden. Dies hier ist die Welt zwischen den Spiegeln, antwortete der Junge aus dem Spiegel. Er machte eine seltsame Pause, bevor er fortfuhr. Und ich bin dein Spiegelbild. Cedric war sehr erstaunt, wie du dir denken kannst. Mein was? Mein Spiegelbild? Aber warum trägst du dann diese merkwürdige Kleidung? Der Spiegeljunge ließ diese Beleidigung nicht auf sich sitzen. Das musst du gerade sagen, konterte er. Und in diesem Moment erkannte Cedric, dass sie sich tatsächlich sehr ähnelten. Der Junge fuhr fort. Ich komme aus einer anderen Welt. Man nennt sie Wirklichkeit. Für einen kurzen Moment war Cedric tatsächlich sprachlos. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Und mit diesen Worten geleitete der Junge aus der Wirklichkeit Cedric zu dem zweiten Spiegel. Cedric sah durch den Spiegel in die Wirklichkeit und erblickte denselben kleinen Jungen in einem Krankenbett. Er schien sehr fest zu schlafen, genau wie du. Cedric sah sich den Jungen im Bett genau an. Und schließlich wusste er, dass der Spiegeljunge recht gehabt hatte. Schließlich gelang es Cedric, seinen Blick vom Spiegel abzuwenden. Als er sich wieder dem Spiegeljungen zuwandte, warf dieser ihm einen aufmunternden Blick zu. Wir haben lange genug geschlafen, sagte er. Es ist an der Zeit, aufzuwachen. Oh Gott, ich bin etwas überfordert. Was ist das? Aber ich fange einfach mal oben an, so wie immer. Und das soll wirklich ich sein? Fragte Cedric ungläubig. Ja, antwortete dieser knapp. Sieh genau hin, du weißt, dass es stimmt. Aber Cedric musste nicht einmal mehr hinsehen. Was fehlt mir denn? Die Sorge in Cedrics Frage war kaum zu überhören. Wir liegen in einem sehr tiefen Schlaf, schon sehr lange, erklärte der Spiegeljunge. Sie nennen es Koma. Niemand weiß, ob wir jemals wieder aufwachen, fügte er leise hinzu. Ich dachte, ich treffe hier den König. Cedrics Stimme vibrierte. Er konnte sich einfach nicht von seiner alten Welt lösen. Diese Welt existiert nur in deinem Kopf, Cedric. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Warum ausgerechnet ich? Wollte er wissen. Kann das nicht jemand anderes machen? Der Spiegeljunge setzte eine strenge Miene auf. Mein ganzes Leben war nur eine Geschichte in einem Buch? Cedric wollte es einfach nicht glauben. Der Spiegeljunge hingegen blieb geduldig. Vater liest uns aus einem Buch vor. Er hofft, dass wir ihn hören. Er hofft, dass wir auf diese Weise bei Bewusstsein bleiben. Offenbar war es nicht ganz unnütz. Dann war die blaue Gestalt ja unser Vater. Genau, ergänzte der Junge im Nachthemd. Er wollte uns zu Bewusstsein rufen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Beide Cedrics strafften sich unmerklich. Trete durch den Spiegel. Du musst diese Welt zerstören, um in die Realität überzuwechseln. Aber was wird aus Bot? Aus Opa, Ben oder Bobby? Würde er sie denn jemals wiedersehen? Cedric kannte die Antwort bereits. Sie haben nie wirklich existiert. Für mich schon, protestierte Cedric. Das da hinten, das war meine Welt. All meine Erinnerungen, all meine Freunde. An das da vorne kann ich mich nicht einmal erinnern. Ich weiß, beschwichtigte ihn der Spiegeljunge. Aber genau das macht das Leben aus. Es besteht einzig aus Veränderungen. Das kommt alles so plötzlich, musste Cedric zugeben. Der Spiegeljunge seufzte tonlos. Du kannst auch hier bleiben. Die Welt wird nicht zerstört, wenn du den Spiegel nicht durchbrichst. Luko hat recht. In der Welt, die hinter dir liegt, könntest du ein König sein. Und alles würde so bleiben, wie du es in Erinnerung hast. Die Entscheidung liegt bei dir. Cedric sagte es nicht laut, aber er war vollkommen ratlos. Dafür sage ich es. Ich bin auch ratlos. Heißt es, wir müssen uns zwischen zwei Spiegeln entscheiden? Zwischen der Realität, an die wir uns nicht wirklich erinnern können, zwischen der Realität, in der es uns eigentlich schlecht geht, oder beziehungsweise in der wir im Koma liegen, in der wir nichts machen, und zwischen der Realität, die wir mögen, mehr oder weniger, weil wir sind ja eigentlich ein trauriger Clown und depressiv. Und eigentlich ist auch hier alles schlecht. Aber hier haben wir, wie Cedric es ja selber sagt, unsere Freunde. Opa, Spot, Ben und Bobby eher weniger, aber
Hier sind aber auch so Voluko. Müssten wir ja besiegt haben. Ich glaube, ich entscheide mich für diese Seite. Weil diese Seite ist doch irgendwie immer noch schöner als das Krankenbett. Also entscheide ich mich für diese Seite. Der Spiegel sah sehr massiv aus. Mit bloßen Händen kann ich den Spiegel nicht durchbrechen, dachte Cedric. Wow. Okay. Cedric hatte sich entschieden. Ja. Er wollte zurück in seine alte Welt. Was ging ihm das Schicksal des kleinen Jungen an? Dann aber begann er wieder zu zögern. Was, wenn der Junge recht hatte? Was, wenn es sich bei dieser anderen Welt um die Realität handelte? Wenn der kranke Junge im Bett sein wahres Ich war? Cedric zögert aber nicht. Cedric möchte durch diesen Spiegel gehen. Aber scheinbar dürfen wir das nicht. Gut. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, durchbrach Cedric den Spiegel. Und in dem Moment schlug der wahre Cedric seine Augen auf und war wach. Mein Junge. Ende. Wow. Das war also The Whispered World. Wow, okay, das Ende. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Ich bin tatsächlich ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Tja, das Ende ist schon eigentlich... Eigentlich ist es traurig, aber letzten Endes hatten wir ja ein Happy End. Aber trotzdem ist es eigentlich... Aber alles in allem war das Spiel schön. Das Spiel hatte einen schönen Soundtrack, wenn ich gerade hier lese. Soundtrack, Periscope, Studio Hamburg. Die musikalische Unterlegung hat mir sehr gut gefallen. Die Gestaltung vom Spiel hat mir auch richtig gut gefallen. Die verschiedenen Szenen, wie die aussahen, wie die gestaltet waren, sehr liebevoll gestaltet. Was mich teilweise gestört hat, waren manche Rätsel. Zum Beispiel das Planetenrätsel. Jetzt am Ende fand ich nicht so geil. Das mit den Farben mischen fand ich auch nicht so toll. Aber naja. Maurice und Ralf hatten denselben Sprecher, okay. Interessant. Ich hatte doch trotzdem Spaß am Spiel. Aber hier und da war ich doch etwas teilweise ja, genervt, sage ich jetzt mal, von den Rätseln. Von Cedric teilweise auch. Was eventuell... nachvollziehbar ist, weil Cedric sehr anstrengend ist. Aber trotzdem war es schön. Es war schön gemacht, ja. Und die Geschichte war wirklich traurig. So wie am Anfang schon angekündigt. Ja. Ich fand's gut. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch Spaß gemacht und, Wo ist eigentlich meine Hose? Tja, Opas Hose. Opas Hose hat uns hier und da doch
gerettet, würde ich sagen. Und sie hat uns das ganze Spiel lang begleitet, was ich auch sehr cool fand. Wir müssen in den Bunker! Was genau passiert hier gerade? Okay. Interessant. Silence. The Whispered World 2? 2014. Okay, also das Spiel war von 2009. Scheinbar kam da was dazwischen. Schon. Was ich persönlich noch gar nicht kenne und noch gar nicht gesehen habe. Aber ich glaube nicht, dass wir spielen werden. Auf jeden Fall kann ich mir Sachen angucken. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert, wenn ich mir das angucke. Ah, okay, wir können uns einfach so Sachen angucken. Mhm. Na gut. Kann ich mir nicht das angucken? Nee, kann ich nicht. Gut, dann möchte ich es auch nicht sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitgucken, vielleicht auch hier und da fürs Miträtseln. Ich weiß ja nicht, viele von euch werden es ja eventuell schon kennen, weil das Spiel ja jetzt nicht das neueste Spiel ist. Ich gehe schon mal zurück zum Hauptmenü. Da weiterspielen geht leider gar nicht. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Und also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.